Eine bezaubernde Weihnachtsgeschichte. Der Weihnachtsmann und das größte Geschenk. Eine Herzensgeschichte für ein kleines Mädchen. Kapitel 1. Eine dunkle Nacht. Der eisige Wind heulte durch die verlassenen Straßen, während der Schnee in dicken Flocken vom Himmel fiel. Der kalte Dezemberwind trug das Leid der Welt mit sich. Und mitten in dieser kargen Nacht saß Isabella, ein zartes Mädchen, dessen Blick von unendlicher Traurigkeit gezeichnet war. Ihr Körper zitterte vor Kälte, ihre Hände waren steif vor Frost und ihr Herz war erfüllt von der bitteren Kälte der Einsamkeit. Isabella war das unschuldige Opfer eines unmenschlichen Schicksals geworden. Die Schatten von Verfolgung und Gewalt hatten sie auf die dunklen Pfade der Straße getrieben. Die Erinnerung an ihre Eltern, die von der unbarmherzigen Hand der Regierung ermordet worden waren, lastete schwer auf ihren jungen Schultern. Die Welt schien sie vergessen zu haben. Ihre einzigen Begleiter waren die klirrende Kälte und das stumme Echo ihrer verzweifelten Tränen. Die Gasse, in der Isabella saß, war von düsteren Mauern umgeben, die jede Hoffnung zu ersticken schienen. Die zerschlissenen Decken, die sie umhüllten, waren ihr einziger Schutz vor der unerbittlichen Kälte. Ihr Atem bildete kleine Wölkchen in der eisigen Luft, während sie still vor sich hinfror. Die Straßenlaterne über ihr flackerte schwach, als hätte sie selbst Mühe, in der Dunkelheit zu überleben. Doch plötzlich, durch die Dunkelheit und den Schnee hindurch, erklang ein leises Glockengeläut. Ein roter Mantel, umrahmt von einem weißen Bart, erschien wie ein heller Hoffnungsschimmer in der dunklen Nacht. Der Weihnachtsmann stand vor Isabella, in seinen Augen leuchteten Mitgefühl und Güte. »Fürchte dich nicht, mein Kind«, sagte der Weihnachtsmann mit einer sanften Stimme, die wie ein warmer Hauch der Rettung klang. »Diese Nacht wird die letzte sein, in der du allein frieren musst. Komm mit mir, ich gebe dir ein Zuhause.« Isabella hob ihren blassen Kopf und begegnete dem Blick des Weihnachtsmannes. Eine Mischung aus Skepsis und Hoffnung blitzte in ihren tränenfeuchten Augen auf. Langsam erhob sie sich von ihrem kalten, feuchten Platz und folgte dem Weihnachtsmann, der wie ein lebendiges Leuchtfeuer durch die Dunkelheit schritt. Kapitel 2 – Ein Geschenk des Glücks. Die Werkstatt des Weihnachtsmannes strahlte die Wärme der Herzlichkeit aus. Isabella trat ein, gefolgt von einem Hauch winterlicher Kälte, den sie mitgebracht hatte. Der Weihnachtsmann führte sie zu einem gemütlichen Platz am Kamin, wo die Flammen tanzten und das Eis langsam zu schmelzen schien. Tag für Tag kümmerte sich der Weihnachtsmann liebevoll um Isabella. Er gab ihr warme Kleidung, fütterte sie mit einer kräftigen Suppe und sorgte dafür, dass ihre zarten Füße immer in wolligen Socken steckten. Aber nicht nur ihr Körper erholte sich, auch ihre Seele wurde durch die bedingungslose Liebe des Weihnachtsmannes geheilt. Ein magischer Glanz erfüllte die Werkstatt. Isabella half dem Weihnachtsmann, die Geschenke für die Kinder auf der ganzen Welt vorzubereiten. Gemeinsam packten sie Päckchen, bastelten Spielzeug und verzierten die Geschenke mit Glitzerpapier. Die Arbeit brachte nicht nur Freude, sondern auch eine tiefe Verbundenheit zwischen Isabella und dem Weihnachtsmann. Die Tage vergingen. Weihnachten stand vor der Tür. Isabella wurde immer stärker, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Die Dunkelheit der Vergangenheit wich dem Licht der Hoffnung, das in ihren Augen aufleuchtete. Der Weihnachtsmann sah, wie aus dem gebrochenen Mädchen ein strahlender Stern am Himmel ihrer eigenen Welt wurde. In der festlich geschmückten Werkstatt, umgeben von bunten Geschenken und dem Duft von Zimt und Tannennadeln, sprach der Weihnachtsmann zu Isabella. »Mein liebes Mädchen, du hast nicht nur Geschenke vorbereitet, du bist selbst zum größten Geschenk geworden. Deine Kraft und dein Lächeln sind das schönste Geschenk, das die Welt je gesehen hat.« Die Weihnachtsnacht brach an und die beiden machten sich auf den Weg, um die Geschenke zu verteilen. Isabella strahlte vor Freude, als sie die leuchtenden Kinderaugen sah. Gemeinsam legten sie die Geschenke unter die festlich geschmückten Tannenbäume und der Zauber der Nacht erfüllte jedes Haus. Doch der Höhepunkt kam erst nach dem Fest. Der Weihnachtsmann führte Isabella zu einer Tür, hinter der eine Familie voller Liebe und Wärme auf sie wartete. Die Tür öffnete sich und warme Arme schlossen sich um Isabella. Eine Familie, die sie wie ein Familienmitglied aufnahm. Die Gewalt und der Schmerz der Vergangenheit verblassten vor der Liebe dieser Familie. Isabella hatte endlich ein Zuhause gefunden, das sie liebte und beschützte. Der Weihnachtsmann hatte nicht nur Geschenke gebracht, sondern das größte Geschenk von allen. Eine Zukunft voller Glück und Geborgenheit. Die Nacht endete mit einem Abschied voller Dankbarkeit und Freude.
Isabella war nicht nur gerettet worden, sie hatte auch eine Familie gefunden, die sie über alles liebte. Der Weihnachtsmann, ein Engel der Nächstenliebe, verließ das Haus, in dem nun für immer die Lichter der Liebe brennen würden.